natürlich durch die Filme, die man erzählt, hat man ja das, was auch Fannys Reise auszeichnet, dass man einer jungen Generation auf eine emotionale Art und Weise etwas erzählt, was es wirklich gegeben hat. In der Schule nennt man sowas Geschichtsfach. Dass man dadurch einen anderen Zugang zu ihnen bekommt, als wenn sie das trocken aus Büchern lernen. Wir Schauspieler sind keine Lehrer und sollen auch nicht belehren. Aber wenn es so Filme gibt, ich durfte in meiner Karriere einige davon machen und werde hoffentlich noch einige davon machen, die einen historischen Bezug haben oder die biografische Verfilmungen sind, dann hat man nochmal eine ganz besondere Verantwortung, nämlich diesen Menschen gerecht zu werden. Und das ist toll. Von Die Braut angefangen, Christiane Vulpius, Goethes Frau, bis die Frau vom Checkpoint Charlie, Annas Heimkehr, das Leben von unserer Frau Präsidentin Charlotte Knobloch, wie sie den Holocaust überlebt hat, dann das Leben von Marga Spiegel, Saviors in the Night, viele, viele Filme, die einfach große, große Frauenfiguren hatten, die ich verkörpern durfte. Die sehe ich sehr groß, weil heutzutage Filme machen ja auch sehr anders geht. Heutzutage kann jeder schon mit dem iPhone oder iPad anfangen, Filme zu drehen. Und durch die sozialen Medien hat jeder eine Chance, über diese bekannt zu werden und einfach auch den Beruf zu praktizieren. Das war früher hochkompliziert, da musste man Kameras leihen, dann gab es die Filmbänder noch, die Filmrollen, dann musste es geschnitten werden. Es war ein ganz anderer Aufwand und ich glaube, dass es ganz wichtig ist für die jungen Künstler, dass sie an sich glauben und dass sie so leben und so ihre Rollen spielen und auswählen, wie sie sind und wie sie sich fühlen und was sie für richtig halten, ganz egal, was andere über einen reden. Und wenn die ganze Nation denkt, man ist falsch und man weiß aber, es stimmt nicht, was andere denken, weil sie ein falsches Wissen haben, und man kennt Hintergründe mehr und entscheidet sich dafür und es ist richtig für einen, dann ist das ein ganz toller und richtiger Weg. Und einfach den Mut haben, auf sich zu hören, in sich reinzuspüren und viel lesen, 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 Menschen treffen, Reisen bildet, abenteuerlustig sein, neugierig und nie aufhören zu lernen. Also für mich war das so unrealistisch, als Tochter eines Kartoffel- und Kohlenhändlers diesen Beruf leben und praktizieren zu können, dass ich nur sagen kann, glaubt an die Kraft der Träume und wenn es das wirklich ist und eure Leidenschaft und eure Sehnsucht, dann arbeitet dafür und dann schafft ihr das. Es gibt eine Organisation hier in Deutschland, die ich unterstütze, die heißt Pro Quote Regie, die dafür sich einsetzt, dass die Disbalance unter den Regisseuren, männlichen zu weiblichen, ausgeglichen wird. Sie haben vollkommen recht, männliche Schauspieler bekommen mehr Gage als weibliche. Warum das so ist, habe ich bis heute nicht verstanden, aber ich finde das Leben spannend und man muss nicht alles verstehen. Man muss aber in jeder Sekunde sein Bestes geben, um Situationen zu verändern und aufzubrechen. Und unerbittlich sein, mit sich selber auch und sich schulen, sich fortbilden. Als Schauspieler ist man selber sein Instrument. Das geht von körperlicher Fitness bis Akrobatik, was man alles lernt von Sportarten, von Florettfechten, was einem unheimliche spirituelle Präzision auch gibt, bis Reiten, bis Gesangsunterricht, bis klassische Stücke lesen, Rollenanalyse. Das alles inspiriert und über allem steht für mich immer die Liebe. Und die Liebe führt immer den richtigen Weg. Okay. Herzlichen Dank. Danke. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss.